24 Stunden später. Schau relativ nass aus. Dann holen wir es raus. Und bauen wir weiter. Jawohl. Kleine Tabak schluckt sie wacker. Aber irgendwie hat einen Wachstumsstopp. Wir müssen einen anderen Platz suchen.
Bonus. Ist voll zu dicht. Immer luftiger sein. Das pflanzen wir um. Haben wir ein neues Blatt für das Tabakpflanzl. Das ist schon mehrere Monate jetzt am gleichen Fleck gewesen, neben dem Gewächshäusl, habt ihr gesehen. Und das wächst nicht hinten in der Pfirre. Und da ist der Boden voll zu dicht, der muss luftiger sein, da muss mehr Luft rein. Jetzt habe ich da ein neues Bettel gemacht, neben die anderen Tabakpflanzen, kennt ihr ja schon. Und jetzt probiere ich das einmal, das Pflanzl in Freiland, also ohne deine Tüten, weil sie das macht, ob das einen Unterschied macht, ob man jetzt das so pflanzt oder so. Und da ist wahrscheinlich in dem Bohnen ein bisschen zu wenig Dünger drinnen. Das ist ein bisschen ein armer Bohnen. Und darum messe ich da für den Tabak ein Kali-Dünger eine. Also es wird empfohlen, dass man sich da einen Kali-Dünger kauft und so weiter und so fort, und dann muss da ein Kali-Dünger rein. Ja, man kann sich jetzt da einen Kali-Dünger kaufen oder man schaut, was in dem Kali-Dünger drinnen ist, und im Prinzip ist da nichts anderes drin wie Aschen, eine ganz normale Holzaschen, und die habe ich jetzt da. Und die Holzaschen, die werde ich da jetzt mal unterarbeiten, ganz normal, und dann das Pflanzl da oder einpflanzen und schauen, wie sich das entwickelt. Jawohl. Pflanzen wir mal den Havanna-Tabak ein. Schnecken waren auch schon dran. Haben wir halt auch einen Raucherbein, nicht? Tief rein. Richtig schön tief rein. Dass es nicht umwirft. Zuschwimmen, das versickert. Und ich soll ja von der Aschen da auch die Nährstoffe auslösen. Darum ein bisschen einschwimmen, das macht gar nichts. Jawohl, da haben wir das auch geschafft. Da haben wir jetzt auch die ganzen Tabakpflanzen unter den Hut gebracht, sozusagen. Jawohl, schauen wir mal, wie sich das schluckt. Da werde ich jetzt auch noch Düten drüber machen und noch
Schauen wir, wie sich die da drinnen unter der Tüte verhalten. Die erste Schwachstelle habe ich schon gefunden von der Konstruktion. Und zwar zeige ich euch. Und zwar, wenn es jetzt viel ringt, dann ringt es da drauf. Und dann sammelt sich das Wasser da drinnen und drückt das Ganze ab. Das sieht man da schon, jetzt habe ich es einfach still gehabt. Dann drückt es die Konstruktion ab. Das ist jetzt nicht so ideal, weil es ja da das Wasser sammelt und dann wird es aber schwerer und dann irgendwann, ja klar, bricht das auch ab. Besser, dann da ein Loch einschneiden, einfach zusammenzwirbeln und ein Loch einschneiden mit der Schau. Dann sammelt sich das Wasser am tiefsten Punkt und läuft dann innen rein. Das ist jetzt direkt eine kleine Bewässerung, ist nicht einmal schlecht. Aber das werde ich jetzt noch machen, dass ich da ein Loch einmache und dann. Na, meine ich, allerweil ist das nicht schlecht. Also, das ist halt das Klima. Jetzt schauen wir da oben nochmal. Das ist Treibhausklima. Ein bisschen gewahrt. Und das ist den Pflanzen ganz, ganz recht. Ne? Ja. Ob wir das nächste Jahr noch so machen, das ist halt die Frage. Werden wir sehen. Wir testen es jetzt einfach einmal aus. Und dann schauen wir weiter. Da die Song. Genau. Ja, jetzt würde ich sagen, zum Schluss noch was. Zeige ich euch nur, wie schön unser Salat wächst. Und dann hat die Gartenmoni noch gefragt, wie es die Rosenstecklinge geht. Die zeige ich euch auch noch. Weil ich die nach einer Woche ausschaue. Jawohl. Schaut mal den Salat an. Wunderbar, richtige Baumhandys. Er wächst wie der Teufel. Warum wächst er wie der Teufel? Ist ein Schwachzehrer. Schwachzehrer heißt, braucht nicht so viele Nährstoffe. Genauso wie die, der ist da. Ein bisschen Schwachzehrer, da ist der Bohnen nur ausreichend. Auch die Stangenbohnen da. Die sind auch Schwachzehrer, der nicht auch gesehen, aber sobald man dahinter schaut, bei den Kartoffeln, der ist der Bohnen ein bisschen zu arm. Und darum dehnen sich die ein bisschen schwer beim Wachsen. Der Bohnen, der hat noch relativ wenig Nährstoffe, ist ein relativ junger Bohnen. Aber wir haben gesagt, wir bringen da nichts aus an Mist. Wir probieren es einmal ohne Mist, wie sich das Zeug verhält. Und es ist eigentlich schon nicht schlecht, wenn man sich den Garten so schaut, geht einigermaßen auf, aber an ein paar Flecken merkt man einfach, dass ein bisschen was fehlt an Nährstoffe. Ja, wenn man jetzt da her schaut, manche Salat haben mordsstammig und groß und manche haben einfach ein bisschen zurückgeblieben. Ja, da haben ein paar Stollen drin im Boden, die war einfach ja, nicht so nährstoffversorgt sind und die ganzen Pflanzen, wird der sechste haben gleich am gleichen Tag wieder da ausgesetzt. Jetzt, wenn man das vergleicht, der da, da ist schon ein drastischer Unterschied. Ja, ganz deutlich mit dem Nährstoff im Boden sieht man es bei den Zuckerrebsen. Das zeige ich euch jetzt schnell auch noch. Genau, das sind die Zuckerrebsen, das seht ihr schon an der Farbe von den Pflanzen. Da haben die da auf der Seite sind gut grün und auch groß und stammig. Aber die in der Mitte, wenn man anschaut, das ist unglaublich, die haben direkt hell, also direkt bleich. Und die auf der rechten Seite, die haben wieder ein bisschen besser beieinander. Aber am besten beieinander haben, ist die haben am schlechtesten und die haben mittel beieinander. Also es ist ganz komisch, wenn einer von euch eine Idee hat, warum die so hell sind. Die haben auch zeitweise zusammentiert, am Wasser liegt es aber nicht. Also wenn man da näher hingeht, ja. Wenn man sich das anschaut, die haben teilweise irgendwie zusammentiert. Man sieht aber auch keine Insekten drauf auf die Blätter. Nirgends. Also die haben fast, ja, ich möchte mal sagen, weiß. Ja, wenn man sich auch die Früchte anschaut, was sie tragen, das ist alles ein bisschen verkümmert. Ja. Ist auch trocken. Also ist trocken, komplett trocken. Komisch.
Ich hätte bald gemeint, das liegt am Licht, weil die linke Spur und die rechte Spur nehmen das Licht weg, wenn es da einer fällt und da einer fällt, dass die einfach zu wenig Licht hat, aber ja, an dem kann sie auch nicht bloß liegen. Und die Nährstoffe am Boden drin, ja, auch nicht, weil mit Brennnessel auch, die müssen alle bei düngen, alle drei gleich. Und wenn man sich das anschaut, jetzt da die linke Seite, die ist schon gut beieinander, aber auch manche Pflanzen haben einfach irgendwie zurückgeblieben, tragen aber schon auch Früchte. Also wie gesagt, wenn einer eine Idee hat, an wo es das liegt, dann schreibt es gerne unten einmal rein, schreibt es unten in die Kommentare. Da würde mich interessieren, was ich falsch mache, was ich anders machen kann. Aber, wenn man das sieht, was da für Zuckerrebsen dran sind, Wahnsinn, die haben wir jetzt schon dreimal abgeerntet. Dreimal mindestens 4 Kilo. Also das musst du halt eingefräsen, ne, eingefrieren. Aber einwandfrei. Aber das in der Mitte, komisch. Naja, vielleicht hat einer von euch eine Idee. Und jetzt zum Abschluss zeige ich euch noch, wie draußen Steckling ausschauen. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann schaut das letzte Video. Da habe ich gezeigt, wie man aus einer abbruchenen Rosentrieb neue Stecklinge macht. Dass man wieder neue Rosen kriegt, also Ableger. Jawohl, dann schauen wir sich den Steckling nochmal an. Ja, so schauen jetzt die Rosenstecklinge aus und ich bin begeistert, muss ich sagen. Also, Gartenmann ist schon her. Drei habe ich eingesteckt, wenn ihr es nicht gesehen habt, weil ich das gemacht habe, dann schaut das letzte Video an, habe ich ja schon gesagt. Und drei habe ich eingesteckt und drei Trieb habe ich gekriegt. Also, wenn man sich das näher anschaut, oder? Ein neuer Trieb, ganz ein neuer Trieb geht da raus. Super, einwandfrei. Da geht auch ein neuer Trieb raus, komplett neu. Und bei den dritten geht auch ein neuer Trieb raus. Also, funktioniert. Bisher funktioniert es einwandfrei. Also, ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wenn man das so machen kann, dann kann man die Rosen einwandfrei vermehren. Aber ich habe ein kleines Problem. Und zwar weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also, Gartenmoni, in deinem Video sagst du nicht, wie es weitergeht. Also, muss ich das jetzt jahrelang da drinnen haben? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht machst du ein Video drüber, wie es jetzt weitergeht. Wo kann ich jetzt die Stecklinge, die drei da wieder rausziehen und umtopfen? Oder bleiben die immer da drin? Oder was muss ich noch weiter machen? Wann darf ich es da wieder raus? Oder muss es überhaupt raus? Ich weiß es nicht. Das findet man irgendwie nicht raus. Und darum würde ich mich freuen, wenn du ein Video drüber machst, wie es da weitergeht. Dann lerne ich da auch wieder draus, nicht? Jawohl. Ich sage, ich bin zufrieden mit den Rosen, mit dem Garten. Schaut es gut aus, kommt immer wieder ein bisschen Regen. Die Sonne ist da ideal. Und wie heißt es so schön, wo Wasser ist, ist ein Leben. Genau, in dem Sinne sage ich wiederum Dankeschön fürs Zuschauen. Vergeht's gut. Wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, haltet die Ohren steif, bleibt alle gesund, ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Aus dem Kronwelli. Arbeit, Eri. Servus.